Hallo und willkommen zu diesem neuen Spiel Infested Planet. Das ist ein Spiel, was gerade im Early Access ist. Man kann es über das Steam Greenlight erwerben. Und das Bild sieht ja schon mal sehr vielversprechend aus. Dann schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Wie immer habe ich vergessen, meine Uhr zu stellen und habe meine Uhr auch verlegt. Okay, dann versuche ich mal gut zu raten. So. Okay, Steuerung ist so, wie man es erwarten würde. Einfach Kasten ziehen und laufen. Ja, kurz zur Story. Wir sind hier also ein paar Elite-Soldaten quasi und das war's auch schon. Und ballern uns durch die Horden von Gegnermassen. Ja, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Das scheint dann hier so eine Art Hive zu sein. Ja, Alien Hive. Wunderbar. Machen wir es doch mal platt. Oh, hier sind aber auch ein paar dicke Soldaten mit dabei. Dann ist das hier überhaupt kein Problem. So, okay. Wenn wir uns draufstellen, können wir den Punkt einnehmen. Okay. Da kriegen wir irgendwas für. Was macht der? Der baut einen Turm. Oh, da kommt was Dickes. Also mal schnell unsere Abwehr in Position gebracht. Und ihr seht, ah, herrlich. Also das Spiel gefällt mir jetzt schon. Einfach nur Gemetzel hoch 20. Okay, da kommt die Verstärkung. Dann rücken wir mal vor. Ihr seht auch, die sind hier mit einer Vielzahl von Waffen ausgestattet. So, jetzt gehört uns das Ding auch. Wohlgemerkt, das ist ein Early Access, das heißt, das Ding ist immer noch in der Beta oder Alpha. Ich weiß es gerade nicht genau. Ich meine, es wäre Beta-Status. Und ja, es läuft doch bis jetzt ganz gemütlich. So, unser Mini-Tutorial ist fertig. Man sieht hier noch kurz ein bisschen. Wir haben 11.000 Aliens gekillt. Das kam mir gar nicht so viel vor. So, nächste Mission. Ah, okay. Ihr seht, das Interface wurde jetzt schon ein bisschen erweitert. Aber wir scheinen hier immer noch in so einem Tutorial drin zu sein. Aber das soll ja mal überhaupt kein Problem sein. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Starship Troopers. Nur, dass nicht wir abgeschlachtet werden, sondern die Aliens abgeschlachtet werden. Oh je. Ich werde viel Spaß haben in diesem Spiel. Guck dir das mal an, wie da die Gedärme der Aliens fliegen. Das ist einfach nur herrlich. So. Was kommt jetzt? Shotguns. Oh ja, die wollen wir doch mal mitnehmen. Ja, sehr schön. Nett. Die haben doch direkt ein bisschen größeren Wumms drauf. Auch wenn, glaube ich, gerade einer meiner Soldaten am Sterben ist. Ja, der ist tot. Aber ihr seht, das lädt sich hier anscheinend einfach wieder auf.
diese Geschütztürme von den Aliens, die sind aber auch richtig fies. Aber guck mal, ihr seht sogar, die vergiften meine Leute. Und die sterben jetzt hier gerade so gemütlich, einer nach dem anderen weg. So, jetzt wäre mal ein Medpack ganz angebracht. So, ich warte jetzt gerade mal, bis meine Leute wieder da sind. Und dann wird hier nochmal ein Sturmangriff gestartet. Ist natürlich auch ganz praktisch, dass die hier an den Punkten wieder spawnen. So, erstmal die Geschütze weg. Die sind nämlich die fiesesten. Diese kleinen Aliens, die können ja fast gar nichts ausrichten. Aber ihr seht auch, hier sind diese Bruteier. Da kommen die auch nochmal ordentlich raus. Aber das macht gar nichts. Die sind ja schon weggesprengt. Ja, wunderbar. Das ging doch bis jetzt ganz einfach. Ah, ich könnte jetzt mir hier einen Buff kaufen, der nur einmal funktioniert. Das kostet aber allerdings Geld. Da sage ich jetzt mal gerade nein. So. Was haben wir hier? Raketenwerfer. Nett. Müssen wir uns mal merken. Problem. Ah, das Ding kostet Ammo. Ist aber ganz offensichtlich gegen Gebäude sehr effizient. Und hier, ach wie der Zufall so will, haben wir hier sogar Ammo rumstehen. Mit dem wir direkt mal die ganzen Dinger wegkloppen bis zum geht nicht mehr. Das ist sehr hilfreich. Und auch die Hives sind damit... Hier liegt auf jeden Fall genug Munition rum. Okay, ein Missionsziel ist es, Ammo nachzuladen. Also sollten wir das Zeug auch mal ordentlich verbrauchen. So. Ach, die laden sogar direkt auf, weil sie in der Nähe sind. Das ist natürlich sehr hilfreich. Okay, das kann man nur auf Gebäude draufjagen. Auch schon mal gut zu wissen. So, dann sprengen wir mal das nächste Hive in die Luft. Ja, okay, hier sind genug Geschütztürme, um die Ammo loszuwerden. Dann hoffen wir mal, dass nicht allzu viele Leute von mir sterben werden. So, auf jeden Fall... Das Nachladezeug ist erledigt, aber ihr seht, mir stirbt jetzt hier erstmal ein Soldat weg. Oh je. So, ein Hive wäre erledigt. Schnell das Ganze einnehmen. So. Müssen die Geschütze hier weghauen. Jetzt muss ich aufpassen, so ein bisschen. Hat da schon wieder einer gestorben? Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. So, du kannst mal nachladen. Und hier haut ordentlich Raketen da rein. Wunderbar. Ja, das ging doch jetzt schon fast zu... Hoppala. Fast zu einfach. Also ihr seht, ich renne hier durch die Tutorials durch bis zum geht nicht mehr. Und habe einen neuen Buff bekommen. Ich kann jetzt einen Soldaten kaufen, aber nee, das wollen wir auch nicht. Ah, ihr seht, ich bekomme hier auch Geld. Also bis jetzt kann ich sagen, selbst wenn es nur... Was haben wir jetzt? Ah, jetzt kann ich Geschütztürme sogar bauen. Also selbst, dass das bis jetzt nur ein Tutorial ist, es macht echt richtig Spaß.
Es ist natürlich, ich sag mal, vom Prinzip her ein einfaches Action-Strategiespiel. Aber es ist echt lustig. Und ich bin auch echt gespannt, was dann auch alles kommt. Auf jeden Fall seht ihr jetzt auch, dass der Schwierigkeitsgrad ein bisschen angehoben wurde. Denn jetzt stürmen auch hier die Aliens nach vorne. Aber dafür habe ich ja gerade hier diesen Geschützturm aufstellen dürfen. Der auch ordentlich reinknallt offensichtlich. Hoffentlich reicht einer. So, aber hier... Das Hive ist Geschichte. Wunderbar. Mit Ammo nachladen. So, ihr seht auch oben links, habe ich jetzt so Battle Points gekriegt. Damit kann ich dann hier diese Türme wieder bauen. Aber das brauche ich jetzt ja gerade nicht. Hier ist eigentlich gerade, ja, das sollte reichen. Und das Hive, ja, das kriege ich ja problemlos eingenommen. Ah, wunderbar. Immer weiter Druck machen. Ah, das ist einfach nur herrlich. Das Ding kotzt richtig Gedärme raus. Einfach klasse. So, wunderbar. Dann haben wir noch drei Hives übrig. So, jetzt schnell die ganzen Geschütztürme loswerden. Du kannst gerade noch Ammo nachholen gehen. Aber ihr seht, der lädt Ammo nach und die da unten hauen direkt ihre Raketen da rein. Das ist echt Wahnsinn. So. Das nächste Hive wäre gesichert. Bleiben noch zwei. Und auch das sollte kein Problem darstellen. So, die Geschütztürme sind entschärft. Dann kann ich jetzt die RPGs in das Hive reinjagen. Du kannst gerade mal Ammo sammeln gehen und da fliegen die Raketen direkt weiter. 1A ist das. So. Jetzt nur noch der letzte. Die haben... Also bis jetzt haben die echt keine Chance gegen meine Soldaten hier. Ihr seht ja, wie hier durchgeschnetzelt wird. Das ist einfach nur Wahnsinn. Ach, und hier liegt jetzt sogar so ein schönes Ammo-Päckchen bereit. So, dann kannst du direkt mal die Ammo tanken. Und ihr haut eure Raketen raus. So. Aber ich glaube, da sterben jetzt noch zwei meiner Leute. Ja. Aber es hat noch gereicht, um den Punkt einzunehmen. Was ist jetzt? Ah, ich kann meine Türme recyceln und bekomme 100% zurück. Was kommt jetzt? Ah. Wir kriegen damit mehr Metall. Mit Metall gehe ich mal davon aus, dass da diese Battle Points gemeint sind. So. Okay, wir werden jetzt gleich angegriffen und ich soll jetzt 6 Türme hier aufstellen. Dann... Machen wir das nochmal gerade und bauen eine undurchdringliche Geschützturmmauer.
So, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Was haben wir hier? Oh, das sind dicke Aliens. Die hier irgendwas fallen lassen. Und zwar viel davon. Oh, die lassen Geschütze fallen. Das ist natürlich gar nicht lustig. Aber glücklicherweise habe ich ja hier auch meine Geschützturmwand. Auch wenn jetzt wieder ein Soldat von mir sterben wird. Aber das macht nichts. Er kommt ja sofort wieder. So, dann warten wir gerade nochmal, bis der wieder da ist. Und dann, auch wenn er sagt, ich soll die Stellung halten, dann gehe ich jetzt doch mal zum Gegenangriff an. Das ist doch viel angenehmer. Aber vor allem, ihr seht, die haben ja nicht mal Geschütze da oder sonst irgendwas stehen. Die überrenne ich doch. Und zwar sowas von. So, die kriegen jetzt erstmal eine Ladung Raketen rein. Und direkt noch eine hinterher. Ja. So muss das sein. Mission gewonnen. So, aber ich glaube, jetzt sind wir mit dem Tutorial endgültig durch. Weil jetzt ist das Interface doch ziemlich voll geworden. Aber gut, den Blitzkrieg, den mache ich dann das nächste Mal, weil ich glaube, die Zeit ist wieder um. Gut, also bis jetzt sieht das Spiel richtig klasse aus. Ja, und wie immer, vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon.